Willkommen, liebe Zuschauer, liebe Fußballfreunde, Fußballherz, was willst du mehr? Zwei Top-Mannschaften, die sich hier gegenüberstehen. Ein gut gefülltes Stadion, aber warum sage ich das? Fußballherz, was willst du mehr? Naja, schauen Sie mal in den Himmel. Sonnenschein, blauer Himmel, kein Wölkchen. Es ist ein Wetterchen wie gemalt für ein unterhaltsames Fußballspiel. Das sieht schon einfach grandios aus hier. Eines der beeindruckendsten Stadien in diesem Teil der Welt. Ja, seit kurzer Zeit wird hier schon gespielt. Macht Sinn, das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Am Ende wurden sie vom Gegner eingeschnürt und fanden keinen Ausweg mehr. Ganz simpel, einfach nach vorne. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Das ist die Chance zum schnellen Konter. Der kommt an. Bjarnason. Augen auf und ab nach vorne. Hier ist Pandev. Island mit einem klaren taktischen Ziel. Schieß los, welches? Sie versuchen ganz klar die ganze Breite des Platzes und damit die Flügel effektiv zu nutzen. Und der Keeper ist zur Stelle. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Er springt hoch zum Kopfball. Pandev. Tolles Gegenpressing. Gylfi Sigurdsson. Was man ihnen hier vielleicht vorwerfen kann, ist mangelnde Kreativität. Der Spielzug verläuft im Sand. Den Ballverlust sofort wieder korrigiert. Und ab die wilde Fahrt. Damit ist die erste Halbzeit schon beendet. Also diese Leistung, die ist nicht schwach, die ist schlicht und einfach unterirdisch. Kein einziger Schuss aufs Tor in den ersten 45 Minuten. Keine Tore bis hierhin, 0:0. Warten wir mal ab, was uns in den zweiten 45 Minuten so erwartet. Der zweite Durchgang, der hat schon begonnen. Immer noch steht es unentschieden. Keiner der beiden konnte bisher wirklich in vollem Maße überzeugen. Bei wem der wohl landet. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Er treibt das Spiel voran. Schauen wir mal, ob was dabei rumkommt. Gylfi Sigurdsson. Pandev. Das sieht viel. Jetzt der Schuss. Junge, Junge, da fackelt er nicht lange. Knapp vorbei. Da hat er keine Sekunde gezögert, ist sofort zum Abschluss gekommen. Das hat er gut gemacht. Aber er hat es nicht gut genug gemacht. Bjarnason. Bisher kein so großes Spektakel, wie ich finde. Chancen sind hier Mangelware. Es gibt im Fußball bessere 0:0 Unentschieden und es gibt schlechtere. Das hier ist definitiv kein besseres. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Gylfi Sigurdsson. Physisch enorm präsent.
Jetzt ist was möglich. Es geht über die linke Seite. Bin gespannt, was sie daraus machen. Sehr gut antizipiert. Er geht da im richtigen Moment rein. Lang und weit nach vorne. Über die Passqualität müssen wir sprechen. Überhaupt keine Frage. So geht's nicht. Hier ist Pandev. Auf und doch. Er hält drauf. Millimeter am Tor vorbei. Machen Sie es mit dem feinen Innenspann oder machen Sie es mit dem Vollspann? Sie entscheiden sich für die Variante Hau drauf. Knallharter Schuss, aber kein Treffer. An der Seitenlinie ist Betrieb und alles muss bei den Offiziellen seine Richtigkeit haben. Er hat alles rausgehauen, er hat gekämpft, er hat gerackert. Jetzt kann er nicht mehr, jetzt darf er vom Platz. Island ist direkt wieder im Ballbesitz. Sie sind offensichtlich noch nicht bereit, sich mit diesem Ergebnis abzufinden. Sie wollen mehr. Riesenmöglichkeit. Jetzt oder nie. Die Zeit wird langsam knapp. Weltklasse-Technik. 90 Minuten sind rum, aber es steht noch 0:0. Das war der Schlusspfiff und wir haben immer noch keine Sieger. Wir